Peace, Freunde. Ich bin wieder zurück mit ein paar Latest Pickups. Mal seid gespannt, was ich so mitgebracht habe. Also lasst uns nicht mehr viel Zeit verlieren und direkt ins Video starten. Let's go. Den Anfang für das Video macht auf jeden Fall ein Pickup, den ich schon im letzten Video angekündigt habe, nämlich die No Faith Reversible Bomberjacke. Ich bin super zufrieden mit dem Pickup, auch wenn ich jetzt mehrere Monate auf sie warten musste. Ich habe sie mir am Black Friday Drop geholt. Und ja, ich bin am Anfang auf jeden Fall nicht durchgestiegen, was den Size Guide angeht. Ich habe auch von vielen anderen Leuten YouTube-Videos geguckt über die Jacke. Und ja, ist meiner Meinung nach echt nicht gut besprochen worden mit dem Size Guide, weil es echt etwas confusing war, weil das Model war über 1,80 und hat eine Größe M getragen. Ich habe mir eine Größe XL bestellt und muss ehrlich sagen, dass sie mir perfekt passt. Ich bin 1,84 groß, 1,85 groß und wiege so Anfang 70 Kilo. Dass ihr da ein ungefähres Bild vor Augen habt. Ich blende hier auch nochmal ein paar Fitpics von der Jacke ein und auch von mir, wie ich sie trage. Deswegen, ich bin echt super zufrieden mit der Jacke, aber was ich sagen kann, falls ihr euch die Jacke auch am Überlegen seid zu kaufen, ist etwas kompliziert mit den Size Guide, deswegen da müsst ihr auf jeden Fall ein bisschen aufpassen und nochmal genau überlegen, ob die Jacke was für euch ist. Also, kommen wir gleich zum nächsten Pickup. Gott, die ist echt schwer auf Dauer, alter Verwalter. Kommen wir zum zweiten Pickup, das ist nämlich der Knitsweater, den ich mir bei Weekday gekauft habe. Ich bin super zufrieden mit dem. Ist auch mein erster Knitsweater. Ich hatte es ja auch im Frühling Essentials Video auf jeden Fall vorgestellt, dass ich mir auf jeden Fall mehrere Knitsweater kaufen möchte. Das ist jetzt der erste geworden. Den habe ich mir bei Weekday in München gekauft, wie schon gesagt. Ist aber auch nicht der einzige Pickup von Weekday. Deswegen machen wir gleich weiter mit dem nächsten Pickup. Was, Bruder? Da habe ich mir dieses Slingback von Weekday gekauft. Ich habe schon länger nach einer Slingback gesucht und bin bei Weekday fündig geworden. Ich fand gerade, weil sie so clean war und nicht groß gebrandet war, fand ich sie auf jeden Fall sehr nice. Hat auch 39 Euro gekostet, von daher auf jeden Fall klare Empfehlung. Und ja, deswegen sehr nice und gefällt mir auf jeden Fall sehr. Kommen wir zum dritten Pickup von Weekday. Da handelt es sich um einen Klassiker, der bei niemandem im Kleiderschrank fehlen sollte, nämlich die Astro Weekday Jeans, die ich wirklich mit die beste Jeans finde in dem Preissegment. Für 60 Euro gibt es, finde ich, keine bessere Jeans, gerade von Qualitätsstandard und auch vom Fit her. Deswegen klare Empfehlung und ja, ich blende auch nochmal zu allen Sachen Fitpicks ein, aber auf jeden Fall, was die Weekday Sachen angeht, klare Empfehlung. Natürlich darf ein guter Duft auch wieder nicht fehlen, deswegen habe ich diesmal den L'Homme Yves Saint Laurent Duft, Le Parfum. Meiner Meinung nach auch wieder ein richtig guter Yves Saint Laurent Duft, den man auch alltäglich sehr gut tragen kann. Und für den Preis, den er kostet, der liegt jetzt glaube ich bei 90 Euro. Auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Guckt auf jeden Fall mal bei Douglas vorbei und riecht den Duft mal persönlich an euch. Ist immer noch mal ein besseres Beispiel, wenn man den Duft an sich selber riecht. Und ja, deswegen auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Aber es gibt noch einen Pickup, den ich aus Köln mitgebracht habe. Ich und meine Freundin waren nämlich gemeinsam im Le Labor Store und dort haben wir uns eine gemeinsame Kerze für unsere Wohnung gekauft. Und ich kann euch echt empfehlen, wenn ihr in Köln seid, einfach mal bei Le Labo vorbeizuschauen und euch da beraten zu lassen. Meiner Meinung nach ist der beste Duft auf jeden Fall Matcha 26. Richtig guter Duft, auch sowohl für Damen, aber auch für Herren. Ein richtig nicer, süßer Duft, der mir sehr gut gefallen hat. Eigentlich bin ich eher so der kräftige Düfte mag, aber der Matcha 26 hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und wir haben uns dort eine Kerze anfertigen lassen. Fuck. Nämlich, wir haben uns die Figure 15 Kerze ausgesucht und sie auch personalisieren lassen, was ich sehr cool fand, weil jeden Duft, den ihr bei Le Labo kauft, wird mit eurem Namen und eurem Wunschtext ausgestattet, wie es jetzt bei uns mit unserem Namen ist. Deswegen auf jeden Fall meiner Meinung nach wirklich mit den nicesten Kerzen. Klar sind sie übertrieben teuer, aber man kauft sie, glaube ich, auch einmalig und füllt sie danach nach. Aber deswegen wirklich eine sehr nice Kerze und wir wurden auch super beraten in den Store, deswegen klare Empfehlung. Nächste Pickup ist auch wieder etwas für unsere gemeinsame Wohnung, nämlich die Bücher. Einmal haben wir hier das AD-Magazin mit Crow drauf. Ich weiß noch nicht, ob ihr euch schon das Interview angeguckt habt, das jetzt auch auf den Interior Digest Channel hochgeladen ist.
auf jeden Fall wirklich ein sehr interessantes Thema. Ich bin auch schon jahrelanger Crow-Fan, schon damals seit der Easy-Phase. Deswegen war es wirklich sehr interessant und ich wollte unbedingt das Magazin auch für zu Hause haben. Einfach eher, um mal drin reinzugucken, aber hauptsächlich, um es im Hintergrund zu legen. Deswegen immer sehr nice. Und ich habe von meiner Freundin ein Wunschmagazin von mir bekommen, nämlich schon ein lang ausverkauftes 032C-Magazin, die ich auch im Hintergrund schon liegen habe. Ich sammle die schon seit ein paar Jahren, deswegen auf jeden Fall immer sehr cool. Und auch noch eins, was mir gefehlt hat, nämlich das 032C-Magazin mit Kim Kardashian vorne drauf. Ist auf jeden Fall richtig cool und ist auch eher ein Deko-Piece, aber trotzdem auch immer sehr informativ und cool, was 032C mit ihrem Magazin macht. Deswegen auf jeden Fall, das sind auch zwei Pickups wieder in die Interior-Design-Richtung. Und ja, auf jeden Fall sehr zu empfehlen, auch gerade wenn ihr eure Wohnung oder euer Zimmer nice einrichten wollt. So Magazine oder Zeitschriften oder auch wie schon im letzten Video, die großen Bücher kommen immer sehr gut und kann man sehr gut dekorieren. Aber kommen wir zum letzten Fashion Picker für das Video und hier handelt es sich um einen Chromharz-Ring. Auf jeden Fall, ihr müsst erstmal erraten, wie viele Würfe das insgesamt gedauert hat, bis das jetzt geklappt hat. Aber ja, auf jeden Fall handelt es sich um einen Chromharz-Ring. Den habe ich mir bei Great gekauft im Resale. Ich bin aber sehr zufrieden mit dem Ring. Ist auch mein insgesamt jetzt fünfter Ring. Ich trage aktuell in meinem Ringe-Setup auf jeden Fall drei Chromharz-Ringe und einen Ring, den ich von meiner Mom geschenkt bekommen habe. Meine Freundin musste auf jeden Fall mal nachlegen, dass ich auch mal einen Ring von ihr trage. Aber kommen wir zum Pickup. Hier handelt es sich um den Chromharz Spacer Ring, der auf jeden Fall auch verstellbar ist. Man erkennt ihn auf der Kamera, wenn nicht, mache ich nochmal eine Aufnahme. Den ich mir auf jeden Fall für meine linke Hand gekauft habe. Was mir wichtig war bei dem Ring, ist, dass er verstellbar ist, dass ich ihn auch sowohl an anderen Fingern tragen kann. Ich bin allgemein riesiger Ringe- und Schmuck-Fan, deswegen die Ringe von Chromharz sagen mir eigentlich immer mit am meisten zu, gerade weil sie auch ihren Wert immer sehr stabil halten, auch wenn sie mies überteuert sind. Aber ja, auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Pickup und ja. Es gibt noch ein Pickup für das Video, bei dem mich meine Freundin auf jeden Fall sehr influenced hat. Und ja, den stelle ich euch auf jeden Fall jetzt auch nochmal mit ihr vor. Das sind auf jeden Fall Stanley Cups. Kannst du auch gerne deine Kamera zeigen. Nein, auf jeden Fall sind das Stanley Cups geworden. Wir wollten uns die eigentlich in München bei Soulbox kaufen. Würdet ihr auch in den Vlog sehen. Aber wir hatten dann Glück gehabt, dass wir auf der Website schon geguckt haben. Und dort gab es sie dann im Angebot. Beziehungsweise sie sind endlich wieder available gewesen. Und ja, ist auf jeden Fall wichtig, stay hydrated und auf jeden Fall sehr zufrieden, auch wenn die Becher mies groß sind, aber auf jeden Fall ein cooler, leichtes Pickup und wichtig und richtig. So, dann sind wir jetzt auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, was euer Favorite Pickup war und ja, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut, peace. Das war richtig gut! Also der Wurf war wirklich sehr ambitioniert. Handelt es sich um einen Chromharz-Ring. Das ist mein insgesamt vierter Chromharz-Ring. Ich bin nämlich schon seit Jahren großer Chromharz-Ring-Fan und habe jetzt meinen vierten Ring insgesamt. Den habe ich mir bei Great gekauft im Resale, weil ich leider nicht nach Paris oder sonstigen Countries gekommen bin. Ich habe den Ring schon um. Ich habe mich vergessen abzumachen.